Die Kohlenhydratpolizei bitte jetzt abschalten. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ihr habt es ja schon am Anfang gehört, Low Carb ist diese Woche nicht so. Ja, hat folgenden Hintergrund. Ich war die Woche relativ viel unterwegs, auf vielen schönen Events eingeladen und wurde ordentlich verköstigt. Und dann werdet ihr sicherlich verstehen, dass ich natürlich da auch zugeschlagen habe. Wäre ich ja schön blöd gewesen, wenn ich es nicht gemacht hätte. Von daher, sorry, nächste Woche geht es weiter mit Low Carb, diese Woche mal ausgesetzt. Dann starten wir jetzt mit dem Video und los geht's gleich mit dem ersten Event, welches ich euch ja auch in der letzten Woche angekündigt habe, das Erdbeeren-Dekorieren auf dem Krebelzoo. Viel Spaß damit! Kann übrigens sein, dass am Ende noch jede Menge Outtakes dran sind, weil ich merke gerade, ich tue mich heute super schwer mit dem Vorspann. Guten Morgen! Guten Morgen, Katze! Ich habe mir zum Frühstück griechischen Joghurt gemacht mit Leinsamen, frischen Himbeeren und Sesam, genau! So, es war super, super schön und wir sind jetzt noch was essen gegangen zu Löhrchen. Hi! Hallo, so, zum Abendessen, genau, zum Mittagessen, weil ich heute nicht gefrühstückt habe, gibt es ein bisschen mehr. Das sind 2 Scheiben Eiweißbrot mit Käse und ein bisschen griechischen Joghurt mit Brombeeren und Himbeeren. Hallo, zum Abendessen gibt es jetzt die Fitnesspfanne 3.0. Warum 3.0? Weil 1.0 und 2.0 habe ich schon auf meinem Blog drauf. Immer frisch und gesund, jedes Mal ein bisschen anders. Das ist jetzt hier mit grünem Spargel, Rucola, Frischkäse drin, dazu so ein Joghurt-Petersilien-Dip. Das Rezept werde ich auf jeden Fall die Woche online stellen, sodass ihr das dann schon habt, wenn das Video hier hochgeht. Und als Bloggerin lebt man übrigens auch manchmal gefährlich, ne? Ich stehe hier gerade auf dem Stuhl und habe das von oben fotografiert. Ja, ja. Guten Morgen, heute ist Dienstag und ich habe mir gerade mein Frühstück gemacht. Gemischte Beeren mit Kokosjoghurt drauf und Bonbon-Vanille. Ja, und für mich geht es heute Mittag bis morgen Abend in die Pfalz. Da bin ich nämlich eingeladen von der Firma Cornelius. Die machen Pfälzer Wurstspezialitäten, mit denen hatte ich mal eine Kooperation bei mir auf dem Blog. Ja, da darf ich jetzt die nächsten 2 Tage verbringen und ich werde euch natürlich mitnehmen, wie ihr das kennt. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis nachher. So, und gerade fürs Protokoll, ich mache mir jetzt auf die Socken und habe mir dann für unterwegs für heute Mittag noch ein Eiweißbrot mit Käse eingepackt. Hallo, ich wollte mich mal kurz von unterwegs melden. Ich bin hier auf der A3 und habe schon die gute halbe Strecke geschafft, habe jetzt noch ungefähr eine Stunde vor mir. Habe gerade kurz Pause gemacht und mein Käsebrot gefuttert und dann geht es jetzt weiter. Ja, und ich hoffe mal, das verläuft jetzt weiter ohne Stau und dann werde ich wohl so gegen 2:30 da sein. Ich freue mich schon voll. Wir sind jetzt gerade in Speyer am Dom. Es gibt erstmal ein leckeres Sektchen. Danach werden die ganzen Kleinigkeiten hier erstmal probiert. Nach der Stadtführung ging es dann runter in den Gewölbekeller vom Hotel Altspeyer. Ja, und was haben wir da gemacht? Weiter gegessen.
Wir wurden erstmal weiter lecker verköstigt und haben noch ein paar tolle Informationen über die Produkte von Cornelius erhalten. Ja, und danach durften wir dann selber ran an den Herd. Und da blende ich euch jetzt einfach mal ein paar Videos live aus der Küche ein. Viel Spaß damit! Also, Andrea und ich, wir haben gerade das geilste Risotto ever gemacht. Wir sind gespannt, ob es schmeckt. So, work done. Wir haben angerichtet und haben natürlich dann lecker gegessen. Das hat echt alles bombastisch geschmeckt. Der Abend war super schön. Den haben wir dann auch schön auspingen lassen. Und dann starten wir gleich zusammen in den nächsten Tag. Einen wunderschönen guten Morgen aus Speyer, ihr Lieben. Jetzt wird erstmal lecker gefrühstückt. Und danach geht es zur Produktionsbesichtigung bei Cornelius nach Hockenheim. Ich bin schon sehr gespannt. Morgen! Juhu, ich sehe gut aus. Einmal Outfit of the Day. Ja, schick, schick. In die Produktion selber habe ich euch dann nicht mit reingenommen. Es waren auf jeden Fall zwei super schöne und sehr interessante Tage. Ich sage nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es hat echt unheimlich viel Spaß gemacht. Ja, und wenn ihr noch weitere Informationen zu den Produkten von Cornelius haben möchtet, verlinke ich euch auf jeden Fall mal die Website unten in der Infobox und auch meinen Sauerkraut-Leberknödel-Gratin, den ich mal mit den leckeren Pfälzer Leberknödeln gemacht habe. Ich werde mich jetzt wieder auf den Weg machen nach Hause. Hoffentlich staufrei. Bis später. Hallo, ich bin wieder zu Hause, wie ihr vielleicht merkt. Und ich bereite gerade unser Abendessen vor. Und es gibt leckere Spaghetti mit Garnelen. Lecker, lecker. So, da ist es fertig. Wir werden uns das jetzt schmecken lassen. Ich freue mich da richtig drauf. Pasta gab es ja echt lange nicht mehr. Ja, und ihr kennt das Spielchen, ne? Das Rezept ist auf meinem Blog und für euch in der Infobox verlinkt. Bis morgen! Guten Morgen! Heute ist ja Vatertag und wir fahren nachher meinen Papa besuchen, also meine Eltern. Und ich mache hier gerade ein leckeres Gebäck mit Mohn. So, ich habe jetzt hier so eine Teigrolle gemacht, die einmal durchgeschnitten. Jetzt wird die gleich ineinander verzwirbelt. Mal gucken, ob ich daraus ein Herz hinkriege. Normal ist das so ein Zopf, aber wir probieren es mal aus. Das hat auch einigermaßen geklappt. Mal gucken, ob sich das nach dem Backen auch noch so verhält oder ob da jetzt irgendwie komplett schief aufgeht. Wir werden mal schauen. So, und während jetzt der Zopf bzw. das Mohnherz im Ofen ist, werde ich mal frühstücken. Ich habe hier meinen heißgeliebten Kokosjoghurt mit frischen Himbeeren und dann noch so ein paar Stücke Kokosnuss, die knabber ich noch dazu. Und ich stelle euch gerade das Rezept für die Fitnesspfanne ein. Habt ihr ja gesehen im Laufe der Woche. Da habe ich jetzt den Blogpost soweit fertig und das geht dann auch heute online. Tada! Happy Vatertag! Das kommt jetzt gleich mit. Das ist übrigens eigentlich das Rezept von meinem Nusszopf. Wenn euch das interessiert, der ist absolut gelingsicher. Ich werde euch das natürlich auch mal in die Infobox packen. So, das Herz ist unbeschadet angekommen. Jetzt hat es das hinter sich und wir werden jetzt lecker Kuchen essen. So, wir haben uns hier gerade was Leckeres aus der Pizzeria geholt. Und zwar einmal Pizza Salami mit Sardellen und einen großen Capricciosa-Salat. Das werden wir uns jetzt beides teilen. Guten Morgen! Ich starte heute in den Tag mit Hafersoja-Joghurt, Bonbon-Vanille und frischen Himbeeren. Wir haben ja heute Freitag, ich habe noch Urlaub. Und heute Abend bin ich nochmal auf ein Event eingeladen von Rewe zum Grill-Battle. Das findet in Köln statt. Ihr seid natürlich mit dabei, ist ja klar.
denn es gibt bestimmt lecker was zu futtern und das werde ich euch ja bestimmt nicht vorenthalten. Von daher bis später. Getreu dem Motto, auch eine Foodbloggerin darf mal faul sein, gibt es jetzt hier so einen fertigen Smoothie, weil essen werde ich jetzt nichts mehr. Nachher werde ich mit Sicherheit genug durchgefüttert. Prost, Prost. Schmeckt ganz gut. Schmeckt gut. Haltet euch fest, ihr seht eine kulinarische Meisterleistung meinerseits. Man nehme so 4 fertige kleine Biskuitböden. Vermenge einen halben Becher Creme Fraiche mit einem Päckchen Vanillezucker, befülle es in die Förmchen, schnibble ein paar Erdbeeren, setze sie da drauf und verkaufe es dem Herrn Kochblock gleich als: Schatz, ich habe bei den Temperaturen extra in der Küche gestanden, um diese 4 kleinen süßen Mini-Törtchen für dich zu backen. Nein, mache ich natürlich nicht, aber sind doch irgendwie total süß, oder? Und, wie lange hat es jetzt gedauert? 2 Minuten. Macht aber was her. Hallo, ich bin jetzt gerade in Köln angekommen bei Santos in der Grillschule und hier geht jetzt gleich das Rewe-Event los, das Grillbattle. Da nehme ich euch natürlich auch ein bisschen mit und ja, das ist dann auch das letzte, glaube ich, was ihr sehen werdet vor den Outtakes, weil ich habe vorhin mal geguckt, das Video ist schon relativ lang, von daher. Aber natürlich nehme ich euch jetzt hier noch ein bisschen mit. Wir haben ja alle vorher im Online-Shop bestellt, verschiedene Sachen, damit wird dann gleich gegrillt. Ich bin echt mal gespannt, wo meine Tüte denn ist und was daraus gezaubert wird. Schön, dass du da bist. Bin ich auch, danke. Curry? Genau, Curry und Salz. Mm. Und da kommt dann nachher drauf Himbeer und Kokosmilch. Lecker. Riecht auf jeden Fall schon mal köstlich. Lachs auf warmen Gnocchi-Salat. Ja. Ah. Banana. Yum. Oh, super. Schön. Danke. Alles mir. Süßkartoffeln. Genau. Als Dessert. Unsere beiden Gewinner, für mich seid ihr beide die Gewinner, weil ihr habt beide sensationell gegrillt. Ja, cool, danke schön. Danke. So, schön, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Ich hoffe, euch hat die Woche mit mir gefallen und ich würde mich natürlich super freuen, wenn wir uns in der nächsten Woche auch wiedersehen. Von daher abonniert sehr gerne meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann verpasst ihr auch das neue Video nicht. Und ich freue mich natürlich wie immer von euch in den Kommentaren zu lesen. Habt noch eine schöne Woche und bis ganz bald. Ciao! Ihr habt es wahrscheinlich schon vor dem Vorspann mitbekommen. Genau. Dann starten wir auch gleich mit dem Video und ja. Abonnieren und wir sehen uns vielleicht gleich in meinem anderen Video wieder. Bin ich hier auf dem Ponyhof? Nee. Heute ist echt schwierig. Ciao! Ciao, Bella! Oh, Emilio, schöne Haare! Wann fahren wir nach Rimini? Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und... Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Schmeckt gut.